Und bevor es losgeht, möchte ich mich einfach mal bei euch noch bedanken. Für dieses Jahr haben wir hier auf YouTube angefangen. Wir haben die 100.000 auf TikTok geknackt. Wurden dann gesperrt. Müssen jetzt von vorne anfangen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr dabei. Ich probiere so vielen Spielen wie möglich zu gehen. Mit eurem Support natürlich. Da bin ich echt dankbar für den Support, weil ohne euch hätte ich nicht die Motivation, von Woche zu Woche quer durch Deutschland zu fahren. Vielen Dank dafür. Ein letztes Ligaspiel in diesem Kalenderjahr steht noch an. Der VfL Wolfsburg empfängt den FC Bayern München. Wir sind hier schon in Karlsruhe, machen uns gleich auf den Weg nach Wolfsburg. Cedric ist schon im Zug, der holt uns ab. Freunde, zu einer guten Zugfahrt dürfen freie Getränke natürlich nicht fehlen. Wir holen uns jetzt. So sieht's aus, Freunde. Für 0 Euro freie Getränke. Hier, heiße Schoki. Cedric hat der Cola. Freunde, da sind wir im kleinen, aber feinen Wolfsburg. Cedric ist auch mit am Start und jetzt gehen wir zum Teamhotel und gucken, dass wir die noch kriegen. Vom Wolf wird man hier übrigens auch gleich mal begrüßt. Freunde, wir sind da. Völlig klitschnass. Auf einmal kam es runter wie sonst noch was. Gerade noch so vor der Mannschaft. Die sind aber jetzt hier auf dem Weg zum Hotel. Da sind sie, die Jungs. Hätte Licht, Matthias. Ja, mal. Völlig nass und völlig verfroren, laufen wir jetzt ein bisschen durch Wolfsburg. So viel gibt es hier ja nicht zu sehen, aber die Autostadt, Trainingsgelände vom VfL, können wir ja besichtigen. Hier hinter uns ist die Mannschaft gerade angekommen. Wollen wir uns einmal drehen? Hier ist auch schon das Trainingsgelände. Oder zumindest das Stadion der Frauen. Gucken wir uns jetzt mal an. Und da kommen wir gerade und hier ist auch schon das Stadion der Frauen des VfL Wolfsburg. Wo die Herren, DFB-Herren, hier waren im September, haben sie hier geparkt im Bus und haben auch da drin trainiert. Wenn wir uns das Ganze hier einmal angucken, sehen wir, das ist klein, aber fein. Und hier gab es auch das öffentliche Training der DFB-Mannschaft nach dem Spiel gegen Japan. Wolfsburg ist klein und kompakt, das sieht man daran, dass hier das Frauenstadion ist, der Wölfe. Hier spielen die Herren später gegen unsere Bayern. Ganz da hinten ist auch schon die Autostadt. Und ein bisschen weiter hinter, was man nicht sieht, ist auch schon die Innenstadt. Hier müsste der VIP-Bereich sein und auch hier direkt anliegend ist der Trainingsplatz der Wölfe. Stadion hat auch eine sehr coole Optik, das ist alles so, die komplette Seite hier aus Glas ist. Da oben bewegen sich ja schon ein bisschen die Lichter. Bin ich mal gespannt, ob es hier auch eine Lichtershow gibt. Freunde, was ist denn das für ein Wetter? Vorhin pisst es hier aus allen Eimern. Arschkalt gewesen und jetzt kannst du die Sonnencreme und die Badehose wieder auspacken. Wahnsinn. Wir sind jetzt hier direkt an der Autostadt. Das hier sieht auch mega schön aus mit dem Fluss. Da hinten müsste so eine Teststrecke sein für die Autos. Boah, mega, jetzt mir noch mit der Sonne. Im Sommer kann ich mir vorstellen, dass hier der ein oder andere mal sich hinlegt und sich ein bisschen bräunt. So, jetzt sind wir hier in der Autostadt. Ziemlich schöner Park oder Anlage kann man ja quasi dazu sagen. Hier ist auch etwas weihnachtlich aufgebaut. Art Weihnachtsmarkt oder so. Jetzt sind wir hier beim Ritz-Carlton Hotel. Hier ist auch einmal im Jahr die deutsche Nationalmannschaft und hier ist heute dann auch Tatsache der VfL Wolfsburg untergebracht. Erst im September war hier auch für eine Woche das DFB-Team, denn die haben ja einen Vertrag, dass sie einmal im Jahr hierher kommen müssen. Ich hatte das Vergnügen, durfte eine Woche mit den Jungs hier verbringen. Aber hier das allgemeine, das komplette Gelände ist einfach eine extrem schöne Anlage, um auch einfach mal eine Runde spazieren zu gehen. Wer hier im September durchgegangen ist, hat hier vielleicht auch beim Spaziergehen oder beim Besichtigen der Autostadt auch den ein oder anderen DFB-Star entdeckt. Und hier sollen im Sommer wohl die ein oder anderen kleinen Konzerte stattfinden. Ich persönlich war hier ja schon zweimal in der Autostadt. Einmal, wo ich etwas kleiner war, mit meinen Eltern hier das Auto abholen. Und jetzt liege ich schon angesprochen im Sommer mit den DFB-Jungs. Hier ist das Hotel, da hat man eine sehr gute Aussicht hier auf die Fabrik und auf den See. Da hinten ist auch schon der Hauptbahnhof, also sehr kompakt alles. Und ich glaube, das müsste ein Museum sein von ganz alten VW-Wegen. So sieht es zumindest mal aus. Meine Pre sind auch wieder am Start. Was tippt ihr, Jungs? Auswärtssieg? Ja, klar. Der Pre leuchtet jetzt auch noch richtig schön. Jetzt laufen wir noch ein bisschen durchs Outlet-Center, weil mehr als das gibt es hier auch nicht zu sehen. Und er ist halt
stinknormales Outlet mehr zu sehen, gibt es hier aber auch in Wolfsburg nicht. Freunde, wir sitzen heute im Wolfsburger Heimbereich. Heißt, wir müssen dementsprechend uns kleiden. Habe ich probiert, schon so gut es geht zu machen. Hab einen Pulli auch umgedreht, denn hier sollen sie radikal sein, mit rausschmeißen. Und deswegen, kein Singen, kein Jubeln, kein gar nichts. Wir müssen uns zurückhalten heute. Freunde, es wird Zeit für einen letzten Expertentipp. Cedric ist auch wieder mit dabei. Dein Tipp für heute, Cedric? 0-3, wie geht's, Stuttgart? Solide. Ich tippe 4-1, wir kassieren 1 Upa, machen Querschläger, schießen 1 mehr wie gegen Stuttgart. Am Ende des Tages entführen wir 3 Punkte und haben die unter dem Tannenbaum. Ja. Übrigens, Lewandowski schoss hier für die Bayern sein letztes Tor überhaupt. Hoffen wir mal, dass sein Nachfolger Harry Kane heute mal nachlegen kann. Ich sehe sehr viele mit Bayern-Klamotten im Block, also wäre es wohl doch kein Problem gewesen, aber lieber Safety First, anstatt dass wir hier 6 Stunden im Weg nach Wolfsburg gefahren sind. Das ist unsere letzte Elf für dieses Jahr. Ran. Eigentlich gibt es keine große Veränderung zur Aufstellung gegen Stuttgart, meine ich. Also packen wir es, die Punkte nehmen mit. Und das ist unsere View für heute. Ganz in Ordnung. Da hinten sind die Wolfsburg Ultras und hier sind unsere. Nebendran ist der Familienblock und hier unten gibt es sogar, wie sogar schon vorm Stadion, auch einen Spielplatz, nenne ich das jetzt mal. Jetzt kommt noch Stern des Südens. Manu, komm! Unsere Fans sind auch gleich voll da. Ui, ui, ui. Ah, oh, was passiert? Papa, Conny, hau das Ding rein. Oh, Harry! Ah ja, was ist das? Was ist denn heute los, wird mit? Oh, nochmal 12 Minuten geschwiegen? Habe ich was verpasst? Unsere sind ruhig und die Wolfsburger sind auch ruhig. Oh nein! Dritte Minute, erste gefährliche Chance. Musi, komm, mach was. Hey! Oh, aber knapp an oder neben der Linie. Also wenn er auf der Linie war, muss er. Den Freistoß aber erstmal. Gute Position, den könnte Harry gleich mal reinköpfen. Oh. Das wollen sie gut. Die Bayern sind gleich mal richtig am Drücker. Oh, Harry! Harry! Jetzt geht's los nach 12 Minuten. Eine sehr gute Freistoßposition. Leroy kann ihn vielleicht direkt kriegen. Oh, schade. Bayern sehr, sehr gut ins Spiel. Fehlt nur noch ein Tor. Oh. 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 Bayern so fett am Drücker. Das ist ja Wahnsinn. Oh ja! Yeah! Und das ist für die, das war eine Frage der Zeit. Ja. Come on! Oh mein Gott, was für ein Tor!
Weiter. Kurze Pause war wichtig. Ein Schuss. Ein Tor. Die Bayern. Deutscher Meister wird nur der FCB. Nur der FCB. An sich gute erste Hälfte, unterhaltsam, macht Spaß, das Spiel geht nur in eine Richtung, Bayern hätte auch schon früher und höher führen können, nichtsdestotrotz drei Tore in der ersten Hälfte, die kann man einmal vorne treffen, was soll man machen, Freunde, aber so zu sehen, Bayern ist die klar bessere Mannschaft, weitermachen, Kopf hoch und dann machen wir hier jetzt noch zwei, drei Dinger und dann gewinnen wir das hier solide. Komm on, Jungs, packen wir's noch 25 Minuten. Come on, auf geht's! So, wir gehen rein. Oh. Noch ein Ansatz. Fusi! Unter dem Weihnachtsbaum. So sieht's aus. OFCB. La la la.
So Freunde, das war's, das letzte Spiel in diesem Jahr. Die Bayern gewinnen mit ein bisschen Dusel, aber auch nicht ganz unverdient. Und sie gehen jetzt in die Winterpause. Ich möchte mich auch von euch verabschieden. Jetzt ist Weihnachten. Habt schöne Weihnachten. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann hoffentlich sehen wir uns 2024 wieder, wenn ihr mit dabei seid. Würde mich freuen. Abo, Like da lassen, nicht vergessen. Bis dann.